Liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und heute möchte ich was Interessantes mit dir teilen, was durch Zufall zu mir gekommen ist. Und zwar habe ich eine Einladung bekommen, an einer Fernsehshow teilzunehmen. Und ich will an der Stelle jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Und habe mir, bevor ich eben die Zusage gegeben habe, die gleiche Fernsehshow, also eine frühere Folge davon angeschaut. Weil normalerweise, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich seitdem ich sozusagen nicht mehr bei meinen Eltern lebe, keinen Fernseher habe und in der Regel ja, deswegen halt auch keinen Fernseher schaue und natürlich auch nicht weiß, was im Fernsehen abgeht. Und ich habe mir mal so eine Sendung angeguckt, und zwar ging es um das Thema Impfen und es war halt eine Impfgegnerin, die ich auch persönlich sehr gut kenne, eingeladen. Und das Ganze wirkte so, als ob es einfach eine Fernsehshow ist zum Thema Pro und Contra Impfen, also von außen betrachtet. Nur wenn man sich das jetzt näher anschaut, ist es wirklich sehr interessant. Also es ging um das Thema Zwangsimpfung und Masern. Und der Vorschau vor dieser Sendung war, dass eben Kinder mit sehr schlimmem Masernausschlag gezeigt wurden und noch gesagt wurde, dass das ja sehr leidvoll ist und sehr schlimm ist und dass jedes tausendste Kind an Masern sterben würde. Also schon mal eine Aussage, die überhaupt nicht stimmt, aber natürlich schon mal von Anfang an eben Stimmung macht. Und dann, und das Interessante ist, dass ja diese Sendung war keine Live-Sendung, sondern die wurde halt hinterher zusammengeschnitten. Und das Format war so, dass eben die Impfgegnerin wurde interviewt und hatte dann, ja, also der, interessanterweise, also der Moderator, der wirkt also super sympathisch und super nett und hat auch selber gar keine Position bezogen, aber durch die Art und Weise, wie er die Redeanteile verteilt hat, hat er eben zu dieser Manipulation, die ich jetzt nochmal genauer darstelle, beigetragen. So, sie wurde gefragt, warum sie Impfgegnerin ist und was so ihre persönlichen Erfahrungen sind. Dann wurden halt eben Aussagen, wo sie so ein bisschen unglücklich dastand, die wurden halt so rausgeschnitten. Und sie hat aber relativ wenig Redezeit bekommen, zumindest in der Sendung, die dann ausgestrahlt wurde. Und dann saßen da auf so einem Art Podium, saßen dann vier sogenannte Experten. Und man hat dann auch schon gesehen, also als dann die Impfgegnerin schon einen Teil ihrer Argumente vorgetragen hat, wie dann der sogenannte Experte, der wurde dann so eingeblendet, wie er dann schon so sehr, sehr kritisch geguckt hat. Und der kam dann auch zu Wort. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei so einer Fernsehshow wart. Also ich kenne Leute, die halt schon mal als Gäste eingeladen waren. Und es ist ja so, dass die Leute, die dann klatschen, also denen wird halt angezeigt, also wer wann klatschen soll. Ne? Das heißt, die Leute kriegen teilweise Geld dafür oder die Zuschauer kriegen teilweise Geld dafür, da mitzumachen und kriegen auch genau angezeigt, an welcher Stelle wer zu klatschen hat. Und als die Impfgegnerin ihren Vortrag gemacht hat, wurde nicht geklatscht. Als er den Experte dargestellt hat, warum das, was die Impfgegnerin gesagt hat, natürlich gar nicht gestimmt hat, hat er natürlich viel ausführlicher darstellen können, wurde sofort geklatscht. Also schon durch dieses, ne, also es gab schon eine ungleichgewichtige Verteilung, einfach durch die unterschiedliche Redezeit und dadurch, dass eben insgesamt also eine Impfgegnerin da war, plus fünf Leute, die für Impfen waren, plus unterschiedliche Redezeiten, plus das Klatschen. So, dann kam noch ein, sozusagen haben sie dann die Szene gewechselt und dann wurde die Impfgegnerin, hat sich dann gegenübergesetzt einem Impfbefürworter, der also gesagt hat, wie toll Impfen ist. Und dann kam halt, dann hat noch ein bisschen die Impfgegnerin was gesagt und dann kam wieder dieser Experte zu Wort, wieder ausführlicher und der hat dann eben auch geklatscht. Und was auch sehr interessant ist, als ich gefragt wurde, ob ich dann bei dieser Sendung mitmachen will, wurde ich sehr, sehr intensiv ausgefragt über meine Standpunkte und so weiter und was ich denn in so einer Sendung vertreten würde. Und
Und mittlerweile bin ich mir sicher, dass diese Ausfragerei eben damit zu tun hatte, dass diese Leute, die in dieser Expertenrunde saßen, also sogenannte Experten, die waren rhetorisch extrem gut geschult. Und ich bin sicher, dass sie genau vorbereitet waren auf das, was die Impfgegnerin gesagt hat. Genau, und dann haben eben noch zwei, also ich glaube, die eine sogenannte Expertin hat gar nichts gesagt, dann haben noch zwei andere Pro-Impfexperten haben auch noch Redeanteil bekommen. Danach natürlich wieder das obligatorische Klatschen. Und am Ende, ja, also wenn man das wirklich mal zusammenfasst, war es einfach nur ein, man lässt sozusagen pro forma den Impfgegner oder die Impfgegnerin in diesem Falle zu Wort kommen, um damit man eben sozusagen eine Art Ausgewogenheit suggeriert, die aber nicht in besonders gutem Licht dargestellt wird, beziehungsweise ihre Argumente, die wurden dann sehr, sehr leicht entkräftet. Und man weiß natürlich, ich weiß natürlich jetzt nicht, weil ich nicht dabei war, was genau alles rausgeschnitten und weggeschnitten wurde. Aber es war wirklich ganz klar, dass der Eindruck am Ende war, du musst dich auf jeden Fall, ne? Genau, da hat noch ein Rechtsanwalt, der kam auch noch zu Wort und hat gesagt, ja, es gibt da ja eine rechtliche Sondersituation, weil es gibt zum einen die Schulpflicht und es gibt die Impfpflicht. Und diejenigen, die nicht geimpft sind, die dürfen ja, die müssen eigentlich in die Schule gehen, aber wenn sie geimpft sind, wenn sie nicht geimpft sind, dürfen sie nicht in die Schule gehen. Aber das Einfachste, sagt er dann am Schluss, ne, das Einfachste, wie man diesem Konflikt entgeht, ist einfach, lass dich einfach impfen. Dann bist du immer rechtlich gesehen auf der sicheren Seite. Dann wieder das obligatorische Klatschen, wie auf Kommando. Und ja, letztendlich das Bild, was am Ende so vermittelt wurde, war, ja, es gibt natürlich Impfgegner, die sind so ein bisschen, haben nicht so wirklich Ahnung. Ne? Dann hat auch dieser eine Experte, der meistens geredet hat, der eben Arzt war, hat wirklich auch haarsträubende, faktisch falsche Dinge erzählt im Brustton der Überzeugung. Also ich bin sicher, dass der wirklich also direkt von der Pharma-Lobby gesponsert wird. Und, aber es war wirklich für mich mal hochinteressant zu beobachten, wie so eine Sendung funktioniert. Dann unterzeichnen die Teilnehmer ja dann auch so eine Verschwiegenheitsvereinbarung, dass sie später auch nichts mehr über diese Sendung sagen dürfen oder dass sie natürlich auch keinen Einfluss darauf haben, was am Ende ausgestrahlt wird. Also das Ganze ist schon wirklich sehr geschickt gemacht und so wie man das halt eben ganz deutlich da beobachten kann, von vornherein so eingefädelt, dass es eine logischerweise wie überall im Mainstream eine Pro-Impf-Sendung wird und diejenigen, die halt eine kritische Position einnehmen, zwar ne, also pro forma zu Wort kommen, aber am Ende ist wirklich alles für Impfen ist sicher, Impfen ist super, es kann nichts passieren, die Impfgegner sind nicht auf dem aktuellsten Stand der Informationen und so weiter. Also es war wirklich hochinteressant, wie so eine Manipulation funktioniert. Und ich frage mich halt, ob, gut, ich vermute, dass viele Menschen, die halt regelmäßig Fernsehen gucken, dass denen das gar nicht auffällt, weil sie das gar nicht so genau hinterfragen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das hat natürlich mit Ausgewogenheit überhaupt nichts zu tun. Und deswegen habe ich ja, nachdem ich diese Sendung gesehen habe, auch sofort abgesagt, weil ich wusste, dass das nicht gut wird, wenn ich mich dazu bereit erklärt hätte, an so einer Geschichte teilzunehmen. Und ja, in diesem Sinne, seid wachsam. Beobachtet genau, was euch da als sogenannte Informationen verkauft wird und vor allen Dingen die wichtigste Frage ist immer, wer steckt hinter diesen Dingen, die als Informationen verkauft werden, wer profitiert davon, wer sind die Geldgeber, denn um nochmal wirklich zu erinnern, die Menschen, die hier also aufklären, so Leute wie ich und viele andere, ja, die einfach wirklich rausgehen und eine unbequeme Wahrheit verkünden oder einfach kritische Fakten in die Öffentlichkeit bringen, die in der medialen Öffentlichkeit totgeschwiegen oder unterdrückt, zensiert oder ignoriert werden. Die machen das einfach, weil es ihnen ein Herzensanliegen ist, einfach für ja, sich einzusetzen für Gesundheit, für körperliche Unversehrtheit, für Meinungsfreiheit.
Wir haben finanziell davon nichts, im Gegenteil. Also so, weil ja einfach Menschen, die sich kritisch äußern, auch oftmals eben sehr negativ angegriffen werden von vielen Seiten oder Kunden verlieren oder was auch immer. Während diejenigen, die halt diese ganzen, ne, Pro-Impfen, Pro-Pandemie und so weiter Informationen verbreiten, die haben ein sehr großes Interesse daran, dass die Menschen nicht erfahren, was wirklich dahinter steckt. Und die haben natürlich auch ganz andere finanzielle Methoden und finanzielle Mittel und Strukturen, um einfach in viel größerem Maßstab ihre sogenannten Informationen zu verbreiten. Ja, und ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt, warum machen Menschen das, was sie tun? Wer steckt wirklich dahinter? Werden Menschen dafür, dass sie eine bestimmte Position vertreten, bezahlt? Bekommen sie dafür viel Geld? Oder machen es Menschen einfach ehrenamtlich, einfach weil sie sich für eine bessere Welt einsetzen, weil sie sich für eine Welt einsetzen, die nicht von Großkonzernen dominiert ist. Und das ist einfach eine ganz wichtige Frage, die sich jeder stellen sollte. Was sind die Quellen? Also wer vermittelt welche Informationen aus welchem Grund und wer profitiert davon, wenn bestimmte Informationen auf diese Art und Weise an die Öffentlichkeit kommen? Ja. So, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr meine Kanäle noch nicht abonniert habt, dann tut es bitte jetzt und setzt euch auch für eine Weiterverbreitung von unabhängigen Informationen ein. Engagiert euch mit mir gegen Zensur und ja, ich wünsche euch einen wundervollen, glücklichen und sehr erfüllten Tag. Ganz liebe Grüße aus Lübeck. Tschüss.